Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Foundation. Ja, mit dem Platz hier und den Wohnhäusern, da müssen wir nochmal gucken, was wir jetzt genau machen. Oh Mann, nein, nein, nein. Oh je, ich musste wieder niesen. Und ich glaube, es war einmal neulich in dem Video drin, dass ich genießt hatte. Das ist nicht gut. Voll unprofessionell. So. Wir schauen jetzt mal, was jetzt hier geht. Ich hoffe, dass die das demnächst dann alles abgeholzt haben und wir das hier noch ausweisen können. Und hier würde ich jetzt tatsächlich noch einfach mal so 5 Minuten warten. Und dann gucken wir mal, ob sich dann hier mehr als nur ein Haus irgendwie hingesellt. Das wäre zumindest schön. Aber du weißt ja nie. So. Ja. Wobei ich sagen muss, mittlerweile verdienen wir wieder relativ gut Schotter. Was schlichtweg daran liegt, dass wir jetzt immer wieder genügend zu essen hatten. Andererseits, die Speicher leeren sich. Nee. Also hier, wir haben kaum noch irgendwie was in Reserve. Dafür haben wir noch relativ viel Mehl in Reserve, was schon mal gut ist. Das ist schon mal gut. Gut, 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 gut. So. Haben wir hier eigentlich mittlerweile alle Bäcker zugeteilt? Scheinbar. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie lange hält das denn jetzt noch an? Noch ein Tag. Easy. Easy peasy. Da müssen wir uns nicht stressen. Da wird alles gut. Jetzt müssen wir natürlich nur noch mal hoffen, dass sie hier unten sich jetzt auch irgendwie was tut. Welch eine Erleichterung. Sehr schön. Ich weiß halt nicht, was machen denn die ganze Zeit? Ich hab frei. Hat auch frei. Ja gut, das Problem sind wahrscheinlich diese unglaublich weiten Laufwege. Das heißt, die gehen hier einmal hin, kloppen Baum weg und dann sind die wieder weg. Kann ich verstehen. Wo sind die jetzt hin? Ah doch, das waren zwei Bäume, die weggekloppt wurden. Sehr schön. Ne, dann schauen wir mal und hoffen das Beste. So, 12 Bewohner. Wieso fehlt das eigentlich 12 Dorfbewohnern? Wir haben hier hinten doch auch noch super viel ausgezeichnet. So, das hat ja wieder kein... Ah, das ist ein bisschen frustrierend. Okay, naja. Ich würde sagen... Was braucht man denn für mein Volk? Bei wem bräuchte man denn mal wieder so ein bisschen Punkte? Hier mal 34, dann mal 35. Das heißt, es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn wir für unser Volk was behalten. Und die 5 Brote können wir sofort ausliefern, kein Problem. Jetzt. Das nächste Problem. Wir checken nochmal die Warenliste ab. Also wir haben super viel Stoff. Wir haben halt auch super viel Wolle. Unser Problem sind eigentlich die tapferen Schneiderlein, die gar nicht so tapfer sind. Und die eher irgendwie rumgammeln. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir noch ein paar mehr Schneider hinbauen. Kriegen wir das da so ran? Das kriegen wir damit so ran. Alles klar. Dann haben wir hier nochmal einen Schneider. So. Hier hat man nochmal Schäfer. Das ist hier oben, müssten halt am besten irgendwie auch nochmal so ein paar Schneider hin. Machen wir das mal so. Gleichzeitig möchte ich nicht nur noch einen Schneider hier haben, sondern auch auf alle Fälle noch eine weitere Weberei. So. Dann haben wir da schon mal mehr. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier unten haben wir auch noch was. Da würde halt noch eine weitere Weberei was bringen und noch ein paar Schneidereien. Vielleicht kriegen wir hier noch so eine Schneiderei reingesetzt. Das sieht ein bisschen, fragwürdig aus. Gucken wir mal. Ja, doch, das kriegen wir hin. Das
So, Schneiderei. Ja, das sollte dann hoffentlich helfen. Dass wir dann da mit der Kleidung in nächster Zeit keine Probleme bekommen. Ansonsten sieht es im Allgemeinen eigentlich ganz gut aus. Die Leute haben natürlich wieder ein bisschen Hunger, was jetzt halt nicht verwundert. Es war ja auch gerade eine Regenperiode. Dann wird natürlich nicht so viel abgeerntet, aber ja. Wie sieht es im Allgemeinen aus? Wir haben wieder einiges. Also es sollte eigentlich laufen. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass uns nicht schon wieder eine Schlechtwetterperiode trifft. Denn ansonsten haben wir ein Problem. So, jetzt können wir uns dem hier mal annehmen. Gehen wir drauf. Dann machen wir erstmal das verbotene Land wieder weg. Und dann, liebe Leute, drücken wir die Daumen. Pausiere auch mal ganz schnell. Und da haben wir noch ein verbotenes Land. So, komplett weg jetzt. Ja, und dann ist das hier ein Wohngebiet. Hier kommt schon mal was hin. Da war vorher der Weg. Da kommt noch ein Haus hin. Oh, bitte hier jetzt noch eins. Dann würde ich das hart feiern. Naja, schauen wir mal, wie es wird. So, wie sieht es hier aus? Da brauchen wir auf alle Fälle Steine und noch ein bisschen Werkzeug. Das sollte aber demnächst mal kommen. Gut, die Schneidereien wurden fertiggestellt, das heißt, werfen wir doch da mal wieder einen Blick hin. Gefühlt sind aktuell auch die FPS besser. Das ist doch schon mal was. So, da haben wir einen Arbeitslosen. Ist da noch irgendwie? Nee. Und noch irgendeinen Arbeitslosen in der Nähe. Brandon. Sehr gut. Wir haben jetzt da nochmal zwei Leute. Dann. Wir könnten eigentlich hier nochmal Schneider mehr hinbauen, oder? Da könnten wir das eigentlich nochmal probieren. Wie sieht es denn hier aus? Produzieren die denn gut? Aha, Wolle. Hier ist jetzt ziemlich viel Wolle drin. Das heißt, wir werden hier einfach nochmal so eine weitere Weberei hinbauen. Dum, 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 dum. Das machen wir hier so direkt nah dran. So soll passen. Und dann noch eine weitere Schneiderei. Eine weitere Schneiderei. Vielleicht hier vorne noch so mit dran. Direkt über den Weg wäre wahrscheinlich nicht so gut. Da jammert sonst wahrscheinlich das Spiel wieder. So, das gefällt das Platz. Und dann gucken wir mal, was da abgeht. So, die nächste Schneiderei wurde jetzt fertig gebaut. Nein, das war sie nicht. Das war die hier unten, ne? Nehmen wir gleich mal Greg. Sehr gut. Ah, scheint nicht ausgereicht zu haben, dass sie da irgendwie noch ein größeres Haus mit hinbauen. Das ist wieder echt... Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Aber gut. Werden wir mit leben müssen. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's mittlerweile eigentlich ganz gut aus. Die erledigen auf alle Fälle ihre Arbeit. Dann sollten wir hier bald deutlich mehr Platz haben. Können wir unser Wohngebiet erweitern und dann passt das. Okay, die Probleme wurden jetzt erstmal gelöst. Wo haben wir denn noch welche? Also wir müssten vielleicht doch nochmal jetzt irgendwie zwei, drei Farmen hinbauen. Das wäre vermutlich eine gar nicht mal so schlechte Idee. Und vielleicht, das machen wir jetzt einfach mal so folgendes. Hier kommt nochmal komplett verbotenes Land rein. Die sollen zukünftig hier so rumlaufen. Das heißt, diese Wege hier brauchen wir nicht mehr. Diese Wege wollen wir hier nicht mehr haben. Also den hier schon noch, ne? Der hier so entlang geht. Aber
Na, das Ding, das soll dann hier irgendwie entlang laufen. So, das muss auch komplett weg. Das sollen die sich bitte was Neues suchen. Das nimmt einfach nur Platz weg und dann müssen wir mal gucken, ob das irgendwie hilft. Dass wir dann hier wieder mehr Häuser hinbauen können. Das wäre schon schön. Das können wir nicht komplett wegnehmen. Wartet mal. Das sieht aber okay aus, ne? Ja. Okay, das passt. Dann lassen wir es weiterlaufen und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass es einen gewissen Einfluss hat. Ja, wir brauchen hier eine weitere Weberei. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ja, doch, passt schon. Im Moment verdienen wir wieder richtig viel Geld. Also das lag wirklich daran, dass wir zu wenig Waren haben, hatten. Und wir die nicht hier verkaufen konnten. Das war das Problem. Naja, dann ist das erstmal so. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, dann haben wir hier jetzt Platz für eine und zwei irgendwie hier oben. Dann bauen wir da nochmal ein paar Weizenfarmen hin. So. Zwei weitere Weizenfarmen. Ja, ich glaube, das ist hier gar nicht mal so schlecht. Jetzt hier haben wir jede Menge Mehl drin. Die Bäcker backen wie verrückt. Das läuft eigentlich. Wir könnten hier jetzt vielleicht nochmal jemanden zuteilen, der dann da nochmal ein bisschen hilft. Da, Kia, 201 Meter, das ist okay. Das passt schon. Tja, und hier hatten wir jetzt kein Glück. Das hat sich kein weiteres Haus hier hingesiedelt. Blöd. Dann müssen wir leider damit leben, dass das hier wohl nicht so das Premium-Terrain ist. Aber wir haben es immerhin probiert. Das ist das Wichtige. Das ist wirklich das Wichtige. So, im Allgemeinen haben die immer noch Hunger. Wir brauchen noch mehr Sammelstände, denke ich, für Bären. Dann würde ich hier jetzt einfach mal so zwei Stück hinbauen. Dann sagen wir hier aber auch gleich, das ist ein Abbaugebiet. Nee, 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 nee. Dann müssen wir hier das Jagdgebiet wegmachen. Jagdgebiet weg. Abbaugebiet. Drauf. So, Sammlerhütte 1 und Sammlerhütte 2. Und hier sind schon Leute, die dorthin gehen. Was ist da los? Das ist ausgewiesen. Okay. Weird, weird, weird. Was war das denn gerade eben? Einfach hier hingegangen und hat das Ding weggefällt. Das ist doch gar nicht mehr ausgewiesen als... Ich bin verwundert. Könnten hier die Bäume nochmal wegmachen? Vielleicht... Ne, das geht nicht. Dann lassen wir das. Aber das da geht auf alle Fälle noch weg. So, Gebäude fertiggestellt wie bereit. Das war nicht hier, sondern das war dann unten am Meer. Schauen wir mal, haben wir jemand? Ja, da haben wir tatsächlich auch jemand. Ganz in der Nähe. So. Wem wollen wir jetzt helfen? Ich glaube, ich bräuchte beim Klerus jetzt irgendwie wieder ein bisschen was. Helfen wir dem Klerus. So. Problem ist gelöst. Wie sieht es eigentlich aus? Müssen wir das schon wieder kaufen? Nee, der Handelsbonus ist noch aktiv. Okay, das ist gut. Ah.
So, Clemente und Cherry sollen hier mal helfen. Aber wir kommen gut voran, denke ich. Wir müssen allerdings auch irgendwann demnächst mal anfangen, dass wir hier so ein paar der Arbeiter oder besser gesagt der Bauarbeiter irgendwie mal entlassen und wir dann neue Baumeister in den jeweiligen Bezirken auswählen. Das wäre schon nicht schlecht. Das wäre wirklich nicht schlecht. Kriegen wir einiges verkauft. Aber dooferweise einfach nicht das, was wir wieder bräuchten. Wir haben schon wieder kein... Naja, keine Beeren da. Dann haben wir auch wieder... Jetzt haben wir wieder Brot da. Okay, und auch wieder Beeren. Ich habe mich nicht beschwert. Hier ist das Problem, dass die Träger wahrscheinlich etwas zu träge sind. Jede Menge Mehl, aber kein Weizen mehr. Da sehe ich aber ein Problem. So, jetzt haben wir da hinten nochmal zwei so Dinger hingebaut. Dann schauen wir mal, wie wir hier rankriegen. Aubrey, Romero und Caleb. So. Ich hoffe, dass das dann ausreicht erstmal wieder. Dass wir dann das mit den Bären stabilisiert haben. So, und jetzt habe ich gerade wieder so einen ganz weirden FPS-Einbruch. 22 FPS. Das ist nicht so nice. Und das ist halt dann was man auch irgendwie sieht. Naja, ich hoffe, dass die das nochmal überarbeiten. Und dass sie dahinter kommen, was sie da ausbremst. So, wieso ist jetzt hier eigentlich nichts? Kommt schon, Leute. Kommt mal in die Gänge. Denn die hätte ich schon ganz gerne in Betrieb. So, wie sieht es jetzt hier aus? Das verblasst so langsam. Das ist ja schon mal was. Ja, dann würde ich sagen, ich fahre das hier irgendwie so lang und nach hinten noch so ein bisschen mit. Und das hier kriegt dann hier so das komplette Ding. Das sollte eigentlich ausreichen. Eventuell wäre halt hier nochmal Platz für eine weitere Farm. Und dann würde ich hier was wegnehmen und die Farm tatsächlich eher hier noch mit abbauen lassen. Was mich hier so ein bisschen ärgert, ist, dass hier halt alles komplett so zur Furcht ist, hier schon wieder durch Wege. Das nimmt uns so ein bisschen bebaubares Land weg, aber okay. Werden wir jetzt erstmal damit leben müssen. Und hier sieht es langsam sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir. Das ist wirklich super. Ach, er geht schon wieder. Ein Baum gefällt und schon ist er wieder weg. Jep, wir senden die Truppen sofort. So wie sich das gehört. Das kriegen wir hin.
Sollten wir eigentlich wieder... Yep. Das gibt jede Menge Weizen. Sehr schön. Also sollten wir das wieder schaffen, dass wir einen fetten Speicher aufbauen können. Das ist schon mal super. Dann müssen wir trotzdem hoffen, dass wir jetzt erst nochmal eine gewisse Zeit verschont bleiben. Von irgendwelchen Regenfällen. Alter Falter. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Gut, wir sind aber auch schon wieder bei über 20 Minuten und deshalb bin ich erstmal wieder raus für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich wünsche euch was und bis morgen. Ciao.